CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. So singt Marius Müller-Westernhagen in seinem berühmten Lied. Und zu seinem Song hat er einmal in einem Zeitungsinterview gesagt, und das darf ich jetzt zitieren: Über die Bedeutung habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Ich hatte beim Schreiben nicht den Fall der Mauer oder die Wiedervereinigung im Kopf. Freiheit zeigt, dass künstlerische Produkte ein Eigenleben annehmen können. Soweit Marius Müller-Westernhagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt doch die ganze Paradoxie um die Diskussion um die Urheberrechtsrichtlinie. Urheberschaft ist doch selbst gerade auf Freiheit angelegt und hat dort ihren Ursprung. Das soeben zitierte Eigenleben, künstlerische Produkte, das ist doch Freiheit pur. Darum geht es doch eigentlich, die künstlerische Freiheit geistiger Schöpfung. Musik, Lieder, Texte, Verse, alles das empfinden die Urheber als Ausdruck der unendlichen Freiheit geistigen Wirkens. Wer sich mit Schriftstellern, Komponisten, Musikern, Schauspielern, bildenden Künstlern, Fotografen unterhält und in ihre Welt kreativen Schaffens eintaucht, der spürt sofort, welchen Stellenwert der Begriff der Freiheit für sie hat. Freiheit ist die existenzielle Grundbedingung künstlerischen Schaffens. Grenzen, Beschränkungen, Einengungen, alles das empfinden Kreative als Gift für ihr künstlerisches Arbeiten. Und nun? Nun sehen sich gerade die, für die die Freiheit so eine existenzielle Erfahrung ist, vielfältigen Anwürfen ausgesetzt. Sie wollten die Freiheit beschränken, ihr Fesseln anlegen, sie behindern. Der Titel der heutigen Aktuellen Stunde illustriert es ja schon. Auswirkungen der Urheberrechtsrichtlinie auf die Meinungsfreiheit. Nicht einmal ein Fragezeichen wird dahinter gesetzt. Es wird einfach konstatiert, dass die Urheberrechtsrichtlinie massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit habe. Aber ist das wirklich so? Es ist doch geradezu verkehrte Welt, wenn wir über das Urheberrecht unter den Vorzeichen der Beschränkung von Meinungsfreiheit diskutieren. Denn das Urheberrecht ist doch gerade dazu angetreten, die künstlerische Freiheit zu sichern und so die Rechte der Kreativen. Dementsprechend ist auch die verfassungsrechtliche Verankerung des Urheberrechts in Deutschland. Es ist ein dualistisches Recht, das sowohl Ausdruck der Eigentumsfreiheit als auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Und dort trifft es sich doch gerade mit der Meinungsfreiheit, die, so das Bundesverfassungsgericht schon in einer sehr frühen Entscheidung, das darf ich zitieren, als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt ist. Beide Rechte, Meinungsfreiheit und Urheberpersönlichkeitsrecht, haben damit dieselbe Wurzel, sie liegen nah beieinander und sie stehen keinesfalls im Widerstreit zueinander. Die Verträge sind gemacht, so lautet die erste Zeile des Liedes Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Und darum geht es doch bei der Urheberrechtsrichtlinie primär. Es geht um Verträge, es geht darum, Verträge zu schließen, die dann die Freiheit der Urheber sichern. Denn sie sollen für ihre geistigen Leistungen vergütet werden. Und da gibt es nun einmal mittlerweile ein erhebliches Defizit. Hierauf haben ja Vorredner schon aufmerksam gemacht. Und im Zentrum steht da ja die Frage der Lizenzierung, also der vertraglichen Nutzung urheberrechtlich relevanter Werke. Das hat nichts mit der Beschränkung der Meinungsfreiheit zu tun, sondern mit der gerechten Vergütung für das Schaffen von geistigen Werken. Und natürlich gehören auch Regelungen für die Haftung dazu, wenn man diese Verträge eben nicht machen will oder nicht einhalten will. Denn auch dann haben natürlich die Urheber Schutz für ihre Werke verdient. Und es gibt im Vorschlag für die Urheberrechtsrichtlinie eben ein sehr differenziertes Haftungssystem, gerade dafür, um allen Eventualitäten gerecht zu werden und genau diese Abwägung zwischen Verfassungsgütern auch hinzubekommen und zu einer Lösung zu führen. Und deswegen hat die Urheberrechtsrichtlinie viel mit Freiheiten zu tun, Freiheiten auf mehreren Seiten. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit gehört sicherlich nicht dazu, sondern der Ausgleich von Freiheiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Ansgar Hebeling. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Tobias